Ein neuer Tag und ihr habt richtig gehört, eine neue Folge. Täglich grüßt der Bürgermeister jetzt wieder hier aus dem schönen, beschaulichen Hundsgrab, um weitere Schandtaten zu vollbringen. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen, was neu geworden ist in Hundsgrab. Es hat sich nämlich doch so einiges, ihr kennt das, getan. Es hat sich so einiges getan, denn immerhin ist hier das TV-Studio von Hundsgrab entstanden. Das habt ihr ja wahrscheinlich auch schon in den Videos gesehen. Und hier ist jetzt der Beweis. Es steht tatsächlich hier, da ist das Luftschiff, hier ist das Studio. Hier vorne, mal gucken, was da steht. Powerplayer, Redstone, Stübchen 2, inklusive Hundsgraber TV, Hauptsenderanstalt. Ja, da steht's. Und hier gibt's ganz viele Truhen. Und hier ist jetzt unser, ist nichts drin. Ah, doch, hier. Redstone? Oh, wie viel Redstone hat der denn? Ach, das hat er bestimmt aus dem anderen Ding rübergeholt. Ihr seht schon, hier hat er dann die, Pistons, die Slicky und die anderen Kolben. Ja, das TNT, wo ich immer noch nicht weiß, was er damit will. Zwei Schalter. Eine Schaltplatte. Nicht Schaltplatte, Schaltplatte. Drei Hebel und eine offene Tür, die wir jetzt zumachen. Ja, das wurde hier errichtet, ne? Und hier ist dann der große Greenscreen. Und da steht es HTV, Hundsgrab, TV. Und da steht VTH. Was immer das heißt. Und hier ist dann, hier steht er dann so hinter. Der große Power Player und berichtet euch und ihr könnt ihn dann so sehen. Ich muss das mal, warte mal, wie war das nochmal? F5? So, da, so steht er dann da. Willkommen bei Hundsgrab TV, live aus Hundsgrab TV. Okay, Spaß beiseite. Nein, natürlich nicht. Ja, so sieht das hier aus. Hier sitzen dann die Zuschauer und die jubeln hinzu. Juhu, juhu, Powerplayer und so. Naja. Ich freue mich total, wieder da zu sein, wieder mit euch interaktivieren zu können. Und hier, dieser Weg, nein, Moment, falsch. Der Weg hier hinten, der hat eine ganz besondere Bewandtnis. Der hier, der wird nämlich bald ein Thema werden, der führt hier zum Appelwald. Und naja, das ist aber noch geheim. Ist noch total geheim und das erzähle ich auch nicht. Ja. Die Pillemann-Villa, das Pillemann-Mietshaus-Kaserne. Und das verstehe ich nicht, warum die jetzt so sind. Normal waren die immer ganz glatt. Irgendwas stimmt mit Optifine nicht. Das ist mir schon an ein paar Orten aufgefallen. Und die Schweine baden fröhlich im Balkondos, Dusche. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Was ist denn hier los? Guten Tag, Else, ich bin wieder da. Ja, die hat sich noch nie so wirklich für mich interessiert, glaube ich. Hallo Leute, ich bin wieder da. Boah, guck mal. Ich dachte, da wäre ein Loch, aber das ist ein Fenster. Bald haben wir farbiges Glas, dann können wir da sehr viel mehr machen. Hallo Leute. Ja, ist zu verkaufen. Könnt ihr kaufen. Ist sehr billig. Kellerwohnung. Ein bisschen feucht, ein bisschen kühl, aber sonst geht's. Okay, weiter auf den Markt. Hier ist immer noch von der Bürgermeisterwahl vom Dune. Den Dune, den möchte ich natürlich auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Ich weiß gar nicht, wo steht denn der hier? Irgendwo hier muss er sein. Das müssen wir vielleicht mal ein bisschen zurückbauen bald. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der Dune, da. Dune Danisch, 17. Bewerber von 19. Ziemlich spät dazugekommen, trotzdem Bürgermeister geworden. Da hinten residiert er und herrscht wohlgesonnen über den Ort Bocksprung. Und, ach, die Wolke. Ich dachte, oh, puh, ich dachte, unser Luftschiff ist im Eimer. Im Eimer. Aber ist alles gut. Ist alles gut. Ja, hier ist der Freihändlermarkt und ich guck gleich mal, ob der Dune Danisch jetzt schon mal sein... Nein, nein, hat er nicht. Aber schaut mal, der Heldenberg, der ist ein wenig gewachsen. Ein Wachsheldenberg. Also nicht aus Wachs, sondern aus Erde. Also Erde ist das Wort, ne? Haben wir noch Erde da oder ist alles verbraucht? Nee, nicht wirklich. Alles weg. Alles WECH. Man kann hier hoch, man kann hier so hoch gehen. Hier ist eine Nische, wenn man sich mal verstecken will. Wenn man zum Beispiel hier Verstecken spielt mit anderen Bürgermeistern. Es gibt ja immer so Bürgermeistertagungen, ne? Und das ist ja wie bei den Managern. Die sind ja dann immer ganz... die versetzen sich dann zurück in ihre Kindheit.
und machen dann so Sachen wie sich in Wäldern verstecken. Und da kann man sich hier verstecken. Da müssen die anderen Bürgermeister müssen halt suchen. Ne? Naja, kennt er ja vielleicht das Problem. Hui, guck mal. Der ist aber ganz schön groß geworden. Ich gehe mal in die Knie. Ui. Ach, da unten brennt schon einer. Hallo, warum? Ach so, Zombie. Und da ist ein Bogenschütze. Also ihr seht schon, hier spawnen die ersten Monster. Das Ding soll natürlich noch sehr viel höher gehen, sich ergehen. Und das ist hier sozusagen nur die erste Plattform. Der nächste Teil wird dann bis in die Wolken und dann soll da Schnee drauf fallen vielleicht oder so. Und dann können wir da ein Sommerskigebiet in Hunsgrab einrichten. Aber das ist, steht auf einem anderen Blatt, hat sich da einer verschrieben. Okay, Freunde, jetzt geht's ins Volle. Wir haben nämlich nicht nur ein Skelett am Hintern kleben. Da ist er irgendwo. Hallo, guten Tag. Hui. Au. Es tut auch. Das, also sowas tut mir auch weh. Ich habe auch mein Schwert, doch habe ich mit. Warte mal. Eine Kartoffel von Joe Slow essen. Und dann das Schwert rausholen. Funktioniert alles noch? Hier, seht ihr? Kann ich noch? Und ja, komm nochmal her. Komm bitte her nochmal her. Ich hoffe, jetzt erscheint hier kein Creeper im Fenster. Hallo. Du warst doch eben hier. Der war doch. Ich bin hier. Ich bin jetzt wieder da. Ich hätte jetzt auch ein Schwert. Nein, so geht es nicht. Ach so. Oh. Ja. Sehr schön. Danke, Wortsmann. Ja, ihr könnt auch kommen. Nur Creeper hätte ich nicht so gerne. Ja, Creeper wären jetzt nicht so prickelnd. Aber hier müssen wir uns noch was einfallen lassen, dass wir hier auch das Creeper sicher machen, diesen Spawner. Ja, komm ruhig her. Dass wir hier so eine Wasserlauf hinmachen und dann, aber eigentlich soll es ja so ein Heldenberg sein, wo Helden drin sind und nicht hier so Nasen wie ich. Und hier kann man dann kämpfen, aber hier muss man natürlich aufpassen. Ey, bleib mal hier. Schaufel vom Korb. So. Guckst du. Nee, komm mal, Waldi, komm mal her. Komm hier mal her. Wir müssen da dicht machen, mein Freund. Ja, sitz. Denn wenn die rauskommen, fressen die uns alle Dorfbewohner auf und dann sind die alle tot. Was ist hier entstanden? Hier ist eine Zuckerrohrfabrik entstanden. Also, ne, noch nicht ganz vollendet. Eine Zuckerrohrfarm, eine kleine, feine Zuckerrohrfarm. Ein Teppich wurde hier verlegt. Und der Grund, warum hier Teppich verlegt wurde, den zeige ich euch gleich mal. Hier drunter ist nämlich Wasser. Und der nährt den Zuckerrohr, sozusagen. Und man kann hier so durch die Reihen gehen. Na, also einfach die obere Ranke, also das obere Pflanzenteil so anversieren. Und dann kommt die Musik. Das ist die Zuckerrohrmusik. Die wurde von alten Zuckerrohrkauern aus Ortsteil Hintertuxingen, nein, Hintertuxingen nicht, ich weiß es nicht mehr. Hinter Baumwollshausen wahrscheinlich, gedichtet und auf alten Mäuseschädeln wird es, ein Mäuseschädelorgel ist das, da wird das drauf gespielt und die Baumwollkauer kauen den Refrain dazu normalerweise. Ich habe das jetzt nicht so drauf, außer das Mähen, das habe ich noch drauf. Mäuseorgel kann ich nicht spielen. Naja, man kann nicht alles können. Und ihr seht schon, wenn ich gleich wieder zurückkomme, seht ihr da hinten was. Ich mache jetzt mal nur das halbe Feld. Ihr braucht euch also nicht das ganze Feld angucken, weil ich das fälle. Also Felde sagt man ja nicht. Man sagt ja nicht, also fällen sagt man beim Baum. Und wenn man ein Feld aberntet, sagt man Felden. Na, zumindest hier in Hunsgrab ist das so. Das hat mir der alte Vater Abraham erzählt. So. Und habt ihr eben die Mäuseorgel gehört? Dieses ganz feine Ding, Ding, Ding. Da, hört das? Ding, 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 Ding. Das ist die Mäuseorgel. Ja. Okay, und dann packt man das hier rein. In jene Trichtessen. So und so und so und so und so. Und auch in den ebenfalls schmeißt man das in den Trichter. Und dann rauscht das da durch. Und ich zeige euch gleich mal, wo das hinrauscht. Das ist ein rauschendes Ereignis. Also nicht rauschendes, naja. Und es geht hier in diese Auffangkisten. Und von diesen Auffangkisten geht es in diese Auffangkisten. Und die sind alle voll. Irgendwann, eines schönen Tages. Und dann kann man da Papier rausmachen.
ne? Oder auch kein Papier rausmachen. Oder Bücher. Oder auch Bücherregale. Sind aber momentan keine zu Hause. Wurde wahrscheinlich alles schon verkauft. Naja, ist ja, steht auch nichts dran. Ausverkauft. Hier könnt ihr euch mal einen Namen überlegen für den Laden. Wie soll der Laden heißen? Ich trinke mal einen Schluck. Ich sehe gerade bei meinem Audacity, dass ich die ganze Zeit hoffnungslos übersteuert bin. Naja. Dabei wäre ich doch wohl der Einzige, der hier Steuern erheben kann. Hier sind Fahnen, hier sind Häuser. Und ich werde euch gleich erzählen, was es mit diesen Häusern auf sich hat. Wir pennen mal in so einer Butze, armselig eingerichtet vom Wüstenvolke. Aber was soll's. Gute Nacht. Oh, ich kann nicht schlafen. Altes Spiel, ne? Ah ja, jetzt geht's. Jetzt hat's geklappt. Ja. Ihr seht, alles aus Lehm. Weil Lehm ist natürlich der Baustoff der armen Leute. Und da haben sie sich hier bunte Hütten gebaut. Das sind die Bürger, die hier in diesem Stadtteil, oder Stadtteil, sagen wir einfach mal Stadtteil, leben. Die sich nichts Besseres leisten können, ne? Die also hier darauf angewiesen sind, außerhalb der schützenden Stadtmauern zu leben. Ja, was will man machen? Na, was will man machen? Und die haben hier ihre Häuser errichtet. Die stehen auch ziemlich nah beieinander. Und ja, ihr seht, da gibt es braune. Hier oben gehen auch so Kabelfernseher haben die natürlich. Nein, das ist kein Kabelfernseher, Wäscheleine, Mann. Da kann man dann so, wenn man Wäsche jetzt dabei hätte, wartet mal. So, jetzt haben wir hier Wäsche. Na, ist ja ein ganz klarer Wäscheblock, so wie er aus eurer heimischen Waschmaschine kommt. Den kann man hier aufhängen, zum Trocknen. Na, da hängen die ihre Wäsche auf. Naja, wisst ihr. Und hier ist ein ganz armer, der hat noch nicht mal ein Bett. Und wir haben auch kein Bett. Naja. Aber wir können hier mal eins da lassen. Komm her, nehmen wir das hier. Nehmen wir das. Geben wir im Wesen mal ein Bett. Mein Gott. Soll ja auch nicht leben wie bei armen Menschen. Ich halte diese Vorstellung von dem, was geschehen ist, so kurz wie möglich, damit ich dann bald wieder weiter hier loslegen kann. Und hier sollten Fackeln rein, die wir auch nicht dabei haben. Nein. Quatsch. Nein. Keine Kohle. Aber wir haben alles en masse eigentlich in den Lagern, glaube ich. Die Lager sollten voll sein. Hier ist ein neuer Laden. Ganz klein, ganz armselig, hier aus Sandstein. Salomes Sandsteinburg. Ist das? Sand und leider ausverkauft. Oh, naja. Vielleicht kriegt das irgendwann nochmal rein, dann kaufe ich mir eine schöne Sanduhr. Ihr seht, der ganze Sandstein und auch die Sand ist jetzt hier gelagert. Und man erkennt, was wo drin ist daran. Da sind die Blöcke drunter, ne? Vielleicht sollten wir das aus Glas machen, dann kann man das besser erkennen. Also, ne? Hier wäre jetzt zum Beispiel der normale Sandstein drin, hier der Rudensandstein. Hier werden die, seht ihr das? Ja, kann man, glaube ich, ganz gut sehen. Hier die Stufen und hier die Sandsteinstufen und hier die Sandsteintreppen. Genau, Stufen und Treppen. So war's. Das eine sind Treppen, weil die bestehen aus mehreren Stufen. Das andere sind Stufen, weil die bestehen aus einer Stufe. Haben wir das? Da hinten geht's auch weiter, aber nicht weit. Nur bis zu dem Busch und dann kam der Naturschutzbund und hat gesagt, stopp! Dieser Busch steht unter Naturschutz, die dürfen die Straße hier nicht weiter erledigen, bauen. Hier ist noch ein bisschen grün. Naja, ein bisschen grün kann nicht schaden. Ja, liebe Freunde, eine ganze Menge passiert. Ich kann euch das erklären. Ich kann es euch erklären. Es hat daran gelegen, dass ich abends nach getaner Tageswerk immer natürlich noch ein bisschen Zeit hatte. Nicht zum Aufnehmen, denn da hängt ja, ihr wisst ja, eine ganze Menge mehr dran. Kommentare schreiben und die Videos bearbeiten und hin und her. Aber immer so eine Stunde oder so, der Powerplayer kann das bestätigen, dass es nie sehr lange war. Ein bisschen hier Anweisungen zu schicken über Ingo Linde. Ne? Ich habe also Ingo Linde Bescheid gesagt, was er machen soll. Und der hat es den Bürgern gesagt und die haben es dann gebaut. Die Karte muss mal aktualisiert werden. Und hier sind wir im in der Galerie von Pavlo und da hatten wir auch einen Namen für Rembrandt oder so, keine Ahnung. Der rennt ja aber irgendwo rum. Ich frage ihn nachher mal, wie er heißt. Und hier sind die ganzen Bilder ausgestellt, die es bei Minecraft so gibt. Noch nicht alle, aber die Galerie ist noch lange nicht fertig und sie haben auch keine Treppen. Heißt es nicht Stufen? Hier oben kann das dann irgendwann nochmal weitergehen. Also ein ganz armer Künstler, der die berühmten Gemälde aus Hunsgrab nachmalt und die er hier dann schwarz verkauft. Wir sind immer noch nicht am Ende. Also ihr seht, ist eine ganze Menge Zeit vergangen, aber ich war, wie schon gesagt, ab und zu mal hier und habe ein wenig weitergebaut.
Ich trinke mal einen Schluck. Hier sind natürlich die Fahnen. Die Fahnen unserer Nachbarländer. Wir haben hier einmal natürlich Hunsgrab, Rot-Gelb, Rot-Gelb, Hunsgrab, Rot-Gelb, Hunsgrab, Rot-Gelb, Hunsgrab. Da wird Shadowball gespielt übrigens. Dann haben wir hier Schlangenstein, Grün-Gelb. Dann dürfte das wahrscheinlich Hexenwacht sein, Blau-Rot. Das ist Quallenkopf, Blau für das Meer und Schwarz für die für die Tinte der Quallen. Und da hinten haben wir Grün und Braun. Und das sind die Farben von Bocksprung. Wenn da irgendwas nicht stimmen sollte, Leute, sagt mir Bescheid, die wehen jetzt hier über dem fast Ortsausgang von Hunsgrab sozusagen. Ist nämlich noch nicht ganz zu Ende. Ist noch nicht ganz zu Ende. Ich war weiterhin sündig und habe hier den Garten der Künste angefangen. Der Garten der Künste. Was wird der Garten der Künste? Ihr seht hier unsere Erde von mir, eigentlich in Zusammenarbeit mit dem Zordern. Aber ja, ich weiß gar nicht, von wem die Idee kam, aber ich fand es einfach so toll, dass ich das hier so, ne, gebaut habe. Unsere Erde, und da steht es auch, unsere Erde ist sie nicht Wunder, 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 wunderschön. Und auch die anderen Bürgermeister können sich hier ewigen mit einem Kunstwerke. Ne, hier zum Beispiel könnte Matrix-Schlange, wenn er aus der USA wieder da ist, also, ne, unser Sachsen-Anhalt, wenn er da wieder da ist, dann kann er sich da auch verewigen. Und hier kann Zordan etwas bauen und der Powerplayer, alias Fanta Player, hat hier schon was gebaut. Und natürlich, als Redstone-Elektriker hat er was gebaut, was mit Redstone zu tun hat. Und ich will mal gucken, dass ich das einfange. Ich muss nämlich den Schalter drücken und gleichzeitig hingucken. Jetzt. Habt ihr gesehen? Man muss schnell sein. Ja, man muss schnell sein. Drücken und hingucken. Könnte man vielleicht eine Verzögerung einbauen mit einem kleinen Repeater? Ich will ja dem Powerplayer keine Tipps geben. Der ist ja der Elektriker. Schön, oder? Der ewig drehende Stein. Oder wie hat das denn genannt? Infinity Powerplayer. Ja. Man kann das Kunstwerk natürlich auch von allen Seiten betrachten. Hier sind dann auch Repeater eingebaut, die das Signal verzögern, sodass die Pistons so schalten, dass der Block tatsächlich einmal im Kreise geführt wird. Ja, und hier hat der Dunedanisch auch noch seine Möglichkeit, noch nicht genutzt, ein Kunstwerk zu schaffen. Ich möchte nämlich hier gerne Kunstwerke von euch haben. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein kleiner Brunnen sein. Das kann sowas sein wie sowas Abstraktes wie unsere Erde. Das kann was Technisches sein, wie das vom Powerplayer. Und ich möchte auch, ich habe kein Schild dabei. Ich mache da jetzt mal hier den Block drauf. Oder passt auf, ihr könnt euch hier ein Ding aussuchen. Ich möchte gerne, liebe Community, dass ihr mir eure Kunstwerke zusendet. Die dürfen allerdings nicht groß sein, ne? Ich würde sagen, wir nehmen mal, der gehört, glaube ich, schon Zordern. Nehmen wir mal den hier. Ich pack da mal, ne, der ist nicht gerade. Der ist für den, ja. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Wir nehmen den. Ich packe jetzt mal einen Block drauf. Aber wir müssen immer eine Reihe wegnehmen. Wir haben eine Reihe zu viel. Und ihr wisst ja, zu viel ist zu viel. Und das geht gar nicht. So, wir nehmen eine Reihe wieder weg. Habt ein bisschen weniger Platz, euer Kunstwerk hier zu veröffentlichen. Aber dann haben wir wenigstens eine Mitte, oder? Ach nee, das war richtig. Ach, das war glatter Sandstein. Und warum ist der dann oben so gemustert? Ja, ihr seht, ich bin etwas außer Übung. Aber nur etwas. Gar nicht doll. Ich habe mich ja fit gehalten, wie ihr seht. So, also. Hier könnt ihr euer Kunstwerk drauf verewigen. Ich packe da jetzt mal den roten Block drauf. Erstmal so. Hier kann natürlich dann was ganz anderes stehen. Ihr seht, ihr habt 5 Blöcke in der Länge. Und, 5 Blöcke in der Breite und 7 Blöcke in der Länge. Und ihr habt, wir machen es einfach mal ausgehend von dem hier. Also, das waren, glaube ich, ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Block in der Höhe. Also, diese Ausmaße dürfte euer Kunstwerk haben. Das Community-Kunstwerk. Und natürlich kommt dann euer Name dahin. Und auch der kleine Spruch. Der muss allerdings auf ein Schild passen.
Und dann kann hier euer Kunstwerk demnächst stehen im Garten der Künste. Es geht ab jetzt. Es gibt auch keine große Bewerbungsphase. Ich werde dann so ein paar Kunstwerke vorstellen. Ihr macht ganz einfach einen Screenshot davon. Und zwar einfach von vorne, also von hier im Grunde. Ne, einmal von vorne und einmal von der Seite. So. Also zwei Screenshots von eurem Kunstwerk. Und schickt mir die. Den Link einfach per PN an Opa Zeron auf meinen Kanal. Das dürfte kein Problem sein. Kriegt er hin. Und wer das hinkriegt, der ist auch, der darf auch geehrt werden hier. Und der kann eines Tages hier sein Kunstwerk, was es auch immer sei, außer hier, ne, kann nichts Rechtsradikales, nichts Extremistisches und bla bla bla, das Ganze, ne? Volle Programm, kennt ihr ja, aber das macht ihr ja nicht. Ihr seid ja hier die, ihr seid ja die Ober-Community. Also ihr seid nicht alle Obers, also Obern. Es wird dunkel. Und ich würde sagen, da hinten ist noch was. Das zeige ich euch gleich nach der nächsten Maus oder sofort. Wir gehen einfach mal kurz pennen. Wir hatten ja da hinten ein Bett aufgestellt. Ach, ich wollte das alles an einem Tag schaffen. Das ist ja fast unmöglich. Ist ja fast unmöglich. Na, gute Nacht.